Moin Leute und ein frostiges Hallo zurück aus Sons of the Forest. Ja, mir ist gerade aufgefallen, dass ich jede Folge mit anfange. So, was machen wir heute? Schon wieder M. Könnte ein Saufspiel werden, ne? Immer wenn ich M sage, müsst ihr einen kurzen trinken. Nee, Quatsch. Oh, schon wieder. Leute, ihr müsst mir helfen, das ist wie eine Droge. So, wir machen heute auf jeden Fall die Wand hier fertig. Oh, guck mal, Armsi liegt immer noch da. Und wir, schon wieder, kümmern uns darum, dass die Spikes auf jeden Fall noch gesetzt werden. Also wir sind in der letzten Folge auch hier schon ein kleines bisschen weitergekommen. Klar, wir haben es noch nicht befestigt, aber ich denke mal, dass wir die lange Seite vielleicht heute fertig kriegen. Alter, schon wieder. Jetzt, wo ich das gesagt habe, fällt mir das richtig auf, wie oft ich das sage, Alter. So, wir schnappen uns erstmal Fische. Ach, das ist ja gefroren. Das ist ja gefroren. Okay, dann würde ich sagen, schnappen wir uns keine Fische, sondern machen wir hier erstmal. Ach, wir haben schon ein volles Inventar. Komme ich an die Fische ran? Nee. Nee, komme ich nicht. Egal, wir haben ja was auf dem Trockengestell und vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Besuch von unseren Nachbarn. Und dann werden wir auf jeden Fall. Na, wir können keinen Greg kochen. Egal, wir haben Fische. So, wir haben Fische, die ziehen wir uns auch rein. Also zwei, würde ich sagen. Ne? Wir haben ja noch ein bisschen. Ja, zwei. Zwei ist, glaube ich, ausreichend. Und dann denke ich mal, dass wir dann anfangen hier. Was rede ich denn da heute? Die Stöcke zu setzen? Nee, kein Lagerfeuer. So, da Virginia uns momentan ja verlassen hat, können wir uns leider nicht darauf verlassen, dass wir, ja, wie soll ich das sagen, dass wir eine Verteidigung haben. Also wir müssen uns wirklich zusammenreißen. Beziehungsweise immer ein wachsames Auge haben, ne? So. Na, so. Perfekt. Ja, halb perfekt. Aber es ist ausreichend. Ne, der ist mit zu weit auseinander. Den muss ich nochmal machen. So. Ja, ich freue mich schon richtig aufs Wochenende, wenn ich hier das mit den Mods mal wieder ausprobiere. Morgen, nee, nicht morgen, sondern übermorgen, glaube ich, kommt ja das neue Update. Und da bin ich gespannt, ob das mit der Konsole wieder funktioniert. Und wenn nicht, werde ich mal gucken, dass ich das trotzdem hinkriege, dass Virginia wieder lebt. Also man kann das ja hundertprozentig irgendwie in den Safe States einstellen. Also klar, in der Safe Game JSON-Datei. Klar wurde es hier gepackt. Aber ich denke mal, dass es dann halt noch eine Sicherung gibt, die man da irgendwie einstellen muss. Also irgendwie kriegen wir das schon hin. Das verspreche ich euch schon mal. Auch wenn es dann am Wochenende, glaube ich, eine lange Aufnahmesession für mich wird. Aber egal. Das ist es, glaube ich, wert. Aber auch wenn sie. Ja, sie. Okay, sie hat uns ja gut verteidigt, muss man schon sagen. Ne? Also sie hat uns schon so einiges vom Leib gehalten. Ja, der ist gut. So, den machen wir jetzt genau ein bisschen schräg, genauso wie den. Den machen wir auch ein bisschen schräg. So. Und da müssen wir auch echt bald mal wieder Steine sammeln, Leute. So. Aber es geht ja echt ganz gut voran hier. Okay, das war nicht mein Plan. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Egal. Nicht aufhalten lassen, einfach weitermachen. Okay, hier fehlt dann einer. Aber das ist nicht schlimm, denn wir holen uns gleich noch mehr Stöcke.
So, können wir gleich einmal gucken, wie das von draußen aussieht. Na, randalierte schon wieder jemand? Nö, hat sich nur so angehört. Na, wir können ja hier einmal runtergehen. Ja, bis auf den einen, der fehlt. Finde ich, sieht das ganz gut aus. Ja, hier vielleicht noch einen hin. Und da. Ach, Kelvin. Moin, Kelvin. Weißt du was? Ja, genau, folge mir erstmal. Du kannst ja aufs Hausboot, also auf jeden Fall von da vorne. Und dann kannst du mir Stöcker organisieren, Junge. Nein, keine Steine. Keine Steine. Oder weißt du was? Hol Stöcke und fallen lassen, okay? So, ja. Ach so. Okay, dann geht's wieder rauf. Oh. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Das ist sehr, sehr ärgerlich, Freunde. Oh, und wieder sterben wir aufgrund eines dummen Fehlers von uns. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen sicheren Weg aufs Boot. Aber so können wir die Gunst vielleicht nutzen und gucken, ob wir vielleicht irgendwo einen Topf finden. Oder irgendwie was anderes, weiß nicht. Vielleicht ein bisschen Medizin. Vielleicht guck mal. Ja, wir gehen mal hier außen an der Insel lang, also hier lang, und gucken, ob wir hier vielleicht noch ein oder zwei Dörfer finden oder vielleicht ein paar Zeltlager, die wir dann vielleicht looten können. Ja, nehmen wir sicherheitshalber das unser kleines Brotmesserchen. Warte mal, ich muss einmal gucken. Ja, wir gehen richtig. Gehen einmal quer rüber. Beziehungsweise wir können hier beim Weg lang gehen. So. Und ich glaube, wenn wir den Weg folgen. Ja, beziehungsweise. Wir folgen nicht dem Weg, wir gehen hier quer hoch. Ich glaube, den Weg, da sind wir ja schon. Okay. Nee, wir folgen den Weg. Den Weg sind wir eigentlich schon mit dem Auto, glaube ich, lang gefahren. Deswegen glaube ich nicht, dass wir da noch einen Zeltplatz finden, den wir noch nicht gefunden haben. Lassen wir uns mal überraschen. Wäre natürlich echt geil, wenn wir. Okay, nee, da ist noch ein See. Hier ist auch noch ein Weg. Aber wie gesagt, da wollen wir nicht hin. Wir wollen so ein bisschen abseits, weil direkt auf dem Weg, also ich glaube, da finden wir nichts. Ich kann natürlich trotzdem mal ab und zu runterschielen. Aber ich würde gerne vielleicht ein kleines Zeltlagerchen oder so entdecken, was wir noch nicht entdeckt haben. Na, wo wir wirklich noch ein paar Koffer haben, die wir öffnen können oder sonst irgendetwas. Gehen noch in die richtige Richtung, ne? Ja, halbwegs, halbwegs. Okay, Guarana-Bären. Oh. Okay. Schaufel raus.
Ja, jetzt lädt das Inventar erstmal. Ja, schönen Gruß an den alten Rechner. So. Hoffentlich wurden die mit Medizin vergraben. Ich glaube, ich habe da gerade ein Radio gehört. Ja, hier ist definitiv ein Radio. Ja, jetzt hört ihr es auch, ne? Geil. Geiles Ding, genau das meinte ich. Okay, Essen. Achso, ich dachte, da wäre ein Topf. So, wir brauchen auf jeden Fall Platine wieder. Oh, scheiße, ich dachte, hier ist ein Topf. Ich meine, Mist, das ist doof. Was war das? Habe ich den Baum umgeruppt? Medizin haben wir nicht, ne? Oh Mann, ist das doof. Können wir uns was craften? Nein, da fehlt auch was. Okay, dann gehen wir einmal lieber schnell weiter, Leute, ne? Weil ich habe keine Lust, dass ich jetzt wieder spiele und ja, der Fluch wieder zuschlägt und wir am Ende der Folge wieder tot sind. Das ist nicht so mein Begehr heute. Richtige Richtung? Nee, leider nicht. Ich überlege gerade, im Bunker spawnt im Bunker noch was Neues? Hm. Können wir ja nachgucken, aber ich glaube eigentlich nicht. Voll paranoid. Aber ich glaube, das muss man bei dem Spiel auch. Immer schon die Lausche offen halten. Vielleicht hören wir da wieder ein Radio. Was für ein Baumstamm war das? Nee, aber momentan hört sich alles ruhig an. Achso, ich dachte. Ach ja, Blumen gibt es ja jetzt im Winter nicht. Ja, außer hier Guaranabeeren und Brombeeren. Aber es bringt uns ja auch nicht wirklich weiter. Also, echt, ich will gerne ein Zeltlager mit einem Topf entdecken. Ne? Das wäre echt schon echt geil. Nachdem zwei Töpfe von uns, ja. Also ich sag mal, weggebackt. Also sind ja nicht wirklich weggebackt, sondern. Ja doch, eigentlich sind die weggebackt. Eigentlich hat unser Spiel beschissen. Weil normalerweise müssten die da ja noch ein bisschen weiter liegen. Ja, wir trinken mal ein kleines bisschen. Ja, ich weiß, es ist schmerzhaft, aber das müssen wir leider. So. Ich hoffe, jetzt kriegen wir keine von hinten übergebraten. Und ich würde sagen, wir nehmen mal eine Fackel, damit wir ein bisschen mehr Kondition haben, ne? So.
Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Nee, tut auch nicht. Sehr gut. Oh, der sieht uns doch. Scheiße. Ein Elch. Den müssen wir. Ah, nee, wir haben ja. Haben wir da noch eine Patrone? Ja! Leute, wisst ihr, was das heißt? Unsere Wand bekommt eine weitere Trophäe. Yeah! Ah, wir haben schon zu viel Fleisch. Ne, zu viel Fleisch gibt es nicht. Wir haben ganz viel Rottenfleisch. Rottenfleisch, meine ich. So. So. Ja. Das ist doch mal gut, ne? Also auf jeden Fall verhungern werden wir nicht. Und, ach ja, das muss ich machen. Wo ist er? Da. Das hat sich richtig authentisch angehört, ja? Okay, da ist noch einer, aber einer reicht, ne? Ich muss ihn töten. Er wird uns sonst töten. Ah, und wir haben noch ganz viel Mutantenrüstung. Die müssen wir anziehen. Die müssen wir auf jeden Fall anziehen. Frieren wir nicht so? 5, ja. Okay, ganz viel ist übertrieben. 5. Ein Kapuzenpullover. Ja, der spendet Wärme. Was haben wir hier noch? Taktische Jacke. Ach, das können wir auch tragen. Ja, ziehen wir Kapuzenpulli an. So. Dann sind wir gleich endlich wieder zu Hause. Ja, aber da werden wir ganz schön gewärmt. Also kalt ist uns nicht. Das ist schon mal gut. So. Aber wir müssen gleich wieder ein kleines bisschen trinken. Na, wir müssen versuchen, dass wir gar nicht erst in diesen roten Bereich reinkommen, wisst ihr? Ja, ich weiß. So, aber. Ach ja, wir wollten da was aufhängen. Das wird mega geil aussehen. Ja, aber ich sehe gerade, wir haben das ein bisschen zu hoch gehängt, weil das Geweih, das Geweih wird durch die Decke rausgucken. Also es wird hier ins nächste Stockwerk ragen, aber naja. Es gibt Schlimmere, sag ich mal, ne? So, da muss ja noch einer hin. Und dann wollten wir, ich glaube, hier noch einen geraden hin machen und hier noch einen geraden, weil das hier so lückig aussah, oder? So lückig. So, das haben wir gemacht. Die Lücke haben wir geschlossen. Ich habe schon wieder was gehört, Leute. Echt, nennt mich paranoid, aber ich glaube, da sind schon wieder welche. Nee, okay. Ich bin nur paranoid. Okay. Ich habe nichts gesagt. So. Aber endlich geht das hier mal voran. Also, wurde auch mal Zeit. Also ich mag wirklich durch die Gegend laufen und wirklich looten. Das liebe ich.
Aber ich glaube, durch das Story-Game, sag ich mal so, in der letzten Zeit, ist das Bauprojekt. Ah, den mache ich lieber nochmal. Ist das Bauen so, sag ich mal, ein kleines bisschen in den Hintergrund gerückt? Ne, und ja, also das möchte ich auf jeden Fall jetzt wieder ändern. Also, da wird erstmal definitiv ein bisschen weitergebaut. Und ja, ich sag mal, Hauptsache wir überleben, ne? Also wir brauchen, also wir haben natürlich hier Dingsbums hier, Gemüse und Beete und so, die wir halt anbauen können. Beziehungsweise Kräuter. Und ich hoffe, dass wir uns dadurch irgendwie so viele Gesundheitspotionen machen können, ne, dass ja, wir dadurch am Leben bleiben. Also auf jeden Fall wäre es geil. So. Die hauen dann mal wieder krumm. Jo. Ja, das geht echt flott. Aber Steine, Leute. Ja, also ich habe schon gesagt, also ich werde ja werd definitiv nicht hier, wenn ich die Cheat-Konsole dahin kriege, diese Admin-Konsole. Die werde ich echt nur benutzen, um Virginia wieder zu beleben. Aber ansonsten irgendwelche Sachen cheaten, das mache ich nicht. Also, auch wenn das mühsam ist, ich glaube, umso geiler ist natürlich nachher das Ergebnis, wenn wir das dann trotz der ganzen Mühseligkeiten schaffen. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, ich wollte einmal die Seile einmal ablegen. Okay, den falschen Knopf gedrückt. Wie immer. So, ja, Seile können alle 10 dahin, glaube ich. Für Seile finden wir immer wirklich extrem viel, ne? Was noch? Nö, das nicht. Klebeband auch nicht. Wovon haben wir denn genau richtig viele? Okay, die 3D gedruckten Pfeile, die können wir auch alle abpacken. Weil wir werden ja irgendwann wieder zum Bunker gehen, ne, wo wir halt, ja, welche drucken können. Und es wäre natürlich cool, wenn wir ein ganzes Regal voller Pfeile haben, damit wir immer in irgendeiner Form so eine, ja, Fernkampfwaffe haben. Na. Na. Super. Was mit denen? Kohlefaserpfeile, ja, genau das, wie Kohlefaserpfeile. Na, also klar, die können wir nicht selbst drucken, aber in dem einen Bunker weiß ich, dass sie da immer wieder neu spawnen. Oh, und ich hoffe, dass beim morgigen oder übermorgigen Update, dass da etwas dabei ist. Na, die packen wir auch nochmal dahin. Dass wir. Na. Endlich mehrere Sachen auf einmal hinpacken können, ne? So. Können wir auch langsam mal wieder das hier machen und hier das Dach decken. Das Dach decken, nicht hier Balken draufpacken. Damit wir auch einen, ja, komfortableren Schlaf haben. Ich sollte mal, glaube ich, anfangen, die Videos zu einer anderen Tageszeit aufzunehmen. Dann bin ich kognitiv auch mehr in der Lage, ja, ohne irgendwelche Versprecher und Rumgestammel und. Was war das gerade eben? Wo ist der Stamm hin? Da. So, ja, genau, schmeiß ihn nach oben. Genau, das hatte ich vor. So. Die nächsten. Wir können ja erstmal die Baumstämme hier einfach mal alle wegbauen. So. Und nochmal. Perfekt. Und sobald wir die Baumstämme weggebaut haben, würde ich sagen, gehen wir nach oben. Schicken mal neue Baumstämme runter. Und danach. Nein. Und danach, ja, kommen wir mit Stöckern wieder her.
Ja, wir werden das gleich bis zum Ende durchziehen. Damit wir nicht nur das Dach decken, sondern auch ja, den Weg hier oben ein bisschen weitermachen. Aber das soll ja auch in der richtigen, mit der richtigen Ausrichtung passieren hier. So, machen wir erstmal die, ja, die, also die einzelnen Dinger, die machen wir nachher am Schluss. Weil das ist echt nervig. Wenn ich immer automatisch einen Stamm wegschmeiße und ja. So, wir gucken uns einmal das mit dem Elch an. Ah. Ja, das muss echt ein bisschen. Das muss echt ein bisschen tiefer. So, das machen wir aber jetzt nochmal. Na, ach, auf B. Ja, nicht auf X. Lagerung. Nee, das war nicht Lagerung, oder? Doch, da war es gerade. Eine Trophäenhalterung. Wir machen ein klitzekleines bisschen tiefer hier, oder? Ja, ich glaube, ich hoffe so. Muss ich mal von oben sehen. Ich glaube, das ist dieselbe Höhe, oder? Nee. Cool. Okay. Dann bleibt er so. Ich glaube, das ist ganz geil. Können natürlich später auch noch einen anderen Ort dafür finden. Ne? Das ist jetzt echt nur temporär. Damit wir. Nee, nicht das. Damit wir auf jeden Fall ja so langsam auch ja, unsere Trophäen sammeln und das Feng Shui in unserem Hausboot etwas aufpäppeln. So und so. Die hauen wir dann noch hier oben mit rein. Ach, das war so ein Einzelner, okay. Aber egal, nicht schlimm, machen wir so. Wir haben ja noch genug Lücken zu füllen. So. Perfekt. Ja, okay, also nicht perfekt, es ist gut. Es ist gut. Ausreichend. So. Dann brauchen wir jetzt wieder ein paar Stämme. Die schicke ich dann mal gleich runter. Und wie gesagt, wir holen uns dann Stöcke auf dem Rückweg. Bei Kelvin hat er, glaube ich, auch einiges hingepackt. Ich hör etwas. Ich glaube, das sind diese Kackbabys. Alter Schwede. Ich hab's gesagt und erschreckt mich trotzdem. Was ist das denn? Boah, ich bin hier richtig zusammengezuckt. Boah. Alter. Ja, ich habe da selbst an meine Worte nicht geglaubt und deswegen habe ich mich wohl nochmal erschrocken. So, okay, leer, 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 leer. Na, kann Kelvin echt langsam wieder auffüllen, ne? Ja, sieht auch so aus, als würde er gerade hochkommen. Das ist gut. Dann füllen wir das mal so weit auf, bis Calvin hier oben ist. Und dann kann er. Nee, Quatsch, wir füllen das nicht auf. Wir plündern das, bis Calvin hier oben ist. Und dann kann er das dann wieder auffüllen. Da genug Bäume hat er hier in der Nähe. Na, also die sollte er auch voll kriegen. Ja, ich weiß, wieder alles so anstrengend, bla 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 bla. So. Ja, ich habe mir übrigens überlegt, wann es jetzt mit diesem Minecraft-Projekt weitergeht. Und zwar wird das zum Wochenende passieren. Also ich werde, glaube ich, am Freitag, zu Freitag oder zu Samstag, wird dann jeweils immer eine neue Folge kommen. Ne, die dann auch ein kleines bisschen ja hochwertiger und mit Schnitt und allem drum und dran gemacht wird. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Na, und genauso, ich muss mal überlegen, also ich will ja noch so ein Retro-Projekt starten, also mit Retro-Games. Ne, und
Da habe ich mir überlegt, dass ich eventuell denn mit Monkey Island anfange. Ja, ich glaube, Monkey Island kennt jeder und findet, glaube ich, jeder wirklich ganz gut. Und ja, da muss ich auch mal überlegen, wann ich das mache. Das wird aber auch so ein Ding sein, was dann, ich sag mal, einmal die Woche passiert, ne? Also was einmal die Woche hochgeladen wird. Ne, ist, ja. Mal, sag ich mal, eine andere Projektstruktur als die hier. So. Wo bleibt denn der Junge? Ach, der kommt hier gar nicht hoch. Ach, der sammelt noch Stöcker. Deswegen ist er. Okay. Egal, wir machen die Lager trotzdem hier noch einmal leer. Ja, oder doch nicht ganz. Ich glaube, unten sind unsere Lager schon voll. Dann gucken wir jetzt mal, was er schon an Stöcken gesammelt hat. Ja. Nett. Weißt du was? Hol dafür mal Stämme und. Schade. Nee, hol nicht Stämme, sondern hol. Baue Feuerunterschlupf. Fallen rücksetzen, Feuer. Nee. Steine. Hol Steine und fallen lassen. Steine holen ist, glaube ich, eine geile Idee. Ja. Guter Junge. So. Boah, da haben wir echt viele Stöcke. Oh, zu viele. Nein, denselben Fehler mache ich nicht nochmal. Ich falle da nicht nochmal in die Spikes. So, ja, ich glaube, wir gehen auch pennen, ne? Feuer können wir hier. Na, ne, machen wir da drin das Lagerfeuer. Ja. Na, wofür haben wir denn auch einen Ofen? Den müssen wir auch mal benutzen. So. Dann gehen wir schön pennen. Ja, ich weiß. Wieder Durst. Aber wir speichern. Ne, wir speichern noch nicht. Ich trinke erstmal und danach speichern wir. Steck das Ding ein. So. Ach, und Hunger haben wir auch. So, dann schieben wir uns noch ein paar Fische zwischen die Kiemen. Oh, wir hätten damit mal vorher anfangen sollen. Dann hätten wir jetzt, glaube ich, mehrere Trockengestelle voll. Aber drei Fische, dann sind wir auch satt. Dann trinke ich noch ein kleines bisschen. Und ja, okay, ich glaube nicht, dass die Beete jetzt schon voll sind. So. Ja, genau noch ein, zwei Schlucke trinken. Und dann setze ich mal noch ein paar Spikes. Das war auf jeden Fall, weil ich merke gerade, die Folge neigt schon wieder zum Ende. Dass wir auf jeden Fall hier mit der Seite zur Hälfte vielleicht fertig sind. Nee, kein Lagerfeuer. So, perfekt. Perfekt. So. Ja, das ist gut. Das ist gut. So. Und so. Ja. Ach ja, was ich nur sagen wollte, also ich hoffe, dass ihr nicht traurig seid, falls ich vielleicht immer ein, zwei Tage brauche, um auf Kommentare zu antworten. Ja, weil, ja, wie ihr wisst, das ist hier nicht mein Beruf. Das mache ich hier just for fun. Ne, dementsprechend, ja, bin ich natürlich täglich eingespannt und muss dann immer gucken, wann ich dann halt, ja, mir ein paar Minuten Zeit nehmen kann. Na, aber nicht denken, ich vergesse euch, ne, das auf keinen Fall. Also ich werde jeden Kommentar beantworten. Na, außer irgendwelche Trollkommentare natürlich. Und ja, falls ich mal etwas überlesen sollte, auch bitte nicht böse sein. Ne, aber dann schreibt es gerne im Kommentar, ne? So dass ich mir den Kommentar nochmal ansehen soll. Ne, und dann werde ich gerne nochmal drüber lesen. So. Ach, das war der letzte schon. Okay, die hauen wir nochmal krumm, aber wir holen nochmal eine ganze Fuhre. Weil das machen wir echt bis zur Mitte noch fertig.
Weil sonst wird das ja nichts, wenn ich das immer weiter aufschiebe und sage, ja, nee, machen wir nächste Folge, machen wir nächste Folge. Nein, also bis zur Hälfte machen wir es jetzt auf jeden Fall fertig. So. Perfekt. So. Ah, ich hoffe, die sind nicht schräg. Ich hatte bei ein oder zwei das Gefühl, dass die vielleicht ein bisschen schräg waren. Müssen wir einmal gucken. Gehen wir mal außen rum, gehen wir einmal eine Runde spazieren hier. Okay, und tragen dabei eine Fackel, weil uns kalt ist. Ah, okay, der eine ist ein bisschen schräg. Aber ansonsten, also. Ja, das hier sieht so lala aus, ne? Ich hätte gerne einen direkt in der Ecke. Das müssen wir eventuell nochmal fixen. Aber das hat. Ja, okay, aber hier sieht es auch. An den Ecken sieht das echt ein bisschen lückig aus. Lückig? Ja, okay, lückig. Das sieht lückig aus. So. Genau, Steine, sehr cool. Sehr, sehr geil. Das machen wir nochmal so ab. Okay, jetzt haben wir genug. Ich wollte schon wieder darüber, ne? Also über die Seilbahn. Müssen uns echt was Neues einfallen lassen, wo wir ein bisschen sicher sind, ne? War der Meinung, wieder was gehört zu haben. Auch ich merke gerade, hier müssen wir. An der anderen Seite, da haben wir ja auf jeden Fall Holz, also Holzwände. Hier müssen wir uns eher einen Schutz machen. Weil die wollen ja eher hier rein, ne? Dann machen wir das. Machen auf jeden Fall. Ja, wir machen jetzt einmal das Inventar mit Holz, mit Stöcken noch leer. Und danach denke ich mal, war es das für heute. Ja, aber morgen sehen wir uns ja schon wieder. Morgen 18 Uhr, ne, das kennt ihr ja schon. Den hau ich schräg. Den mache ich gerade. Und den mache ich auch gerade. Also ich hoffe. Also, ja, ich hoffe, das wird was. Aber in meinem Kopf, also in meine Kopf-Gehirne-Prozesse, sieht das wirklich alles ganz gut aus. Ich habe schon wieder was gehört hier. Ach so, das ist das Holz, was knarrt, glaube ich. Solange Armsi hier nicht rumrandaliert oder. Dieses große Dämonenviech, was wieder spawnt, ne? Also so, das war schon. Ihr wisst, welches ich meine. Also, ja. Das kann mir auch gerne mal gestohlen bleiben, ne? Also. Sehr cool. Sehr gut. Nee. So und so. Okay, den haben wir umgeruppt. Das macht nichts. Ja, wie gesagt, schade, dass Kelvin nicht rauf kann, aber ist denn so, ne? Ich habe lieber Kelvin nicht hier drauf und da. Ich habe lieber Kelvin nicht hier drauf. Oh, jetzt müssen wir das auch noch reparieren. Und dafür, ja, keine Monster, die hier spawnen. So. Ne, als, ja, andersrum, ne? Weil das geht nicht. Stell dich mal vor, wir hätten in der Mitte, dass sie wirklich dreistöckig, gehabt oder so. Die hätten alles abgerissen. Also, das wäre noch ärgerlicher. Deswegen bin ich froh, dass ich so faul bin, was das Bauen angeht.
Na, aber das wäre ja richtig. Ja, es ist okay. Ja, es ist okay. So. Es hat leider noch nicht geregnet. Leider. Aber ihr seht, Leute, es nimmt Gestalt an. Ja. Packen wir noch mal dahin. So, perfekt. Ja, also ich würde sagen, das war's für heute. Wir sind da wirklich, ja, also ein bisschen geschafft haben wir auf jeden Fall. Ne, wenn man noch bedenkt, ne, dass ich mich hier selbst einmal halb umgebracht habe oder so, dann haben wir wirklich noch ordentlich was geschafft. Ne, falls euch gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like da. Kennt ihr das Spiel? Kommentar wird mir natürlich auch gefallen und was natürlich mega geil wäre, ein Abo. Ja, weil die meisten von euch sind immer noch keine Abonnenten. Und das wäre natürlich mega geil, wenn ihr ja, das ändern könntet. Na, ja, würde mich drüber freuen. Falls nicht, ist natürlich auch cool. Wir sehen uns trotzdem morgen um 18 Uhr wieder und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, ne? Ciao, bis morgen.